Betrüger verarschen ist geil. Betrüger verarschen ist geil. Betrüger verarschen ist geil. Ja, hallo? Hallo. Hallo. Herr Eisenberg. Ja. Guten Tag, mein Name ist Monika Herz. Ich bin Vertreterin von International Holdings Gesellschaft Simple Trading. Wie geht es Ihnen? Ja, soweit gut. Ich habe Corona. Super. So, es geht darum, dass Sie an unserem Projekt für passives Einkommen interessiert waren. Erinnern Sie sich, es war eine Werbung im Internet über passives Einkommen und Sie haben Ihre Daten auf unserer Werbeseite hinterlassen. Ach, habe ich das? Ja. Ja, hinterlassen. Ihre Daten, E-Mail, Telefonnummer, Vor- und Nachname. Ach, das habe ich alles hinterlassen? Ja. Bitcoin Profit heißt unser Projekt. Ah ja. Ja, erinnern Sie sich? Ja, jetzt. Ja? Oh. Ja, jetzt geht's los hier aber. Okay, bevor ich Ihnen die Einzelheiten unserer Optionen erkläre, möchte ich Sie fragen, ob Sie bereits Erfahrungen mit dem Namen gemacht haben. Ja, genau, okay. War es erfolgreich? Hallo? Alles in Ordnung? Hallo, ja, Herr Eisedeck, alles in Ordnung, ja? Ja, ich hab ja gesagt, ich habe Corona, deswegen ich musste mich kurz irgendwie husten und schnupfen. Okay. Deswegen, ne? War ist kurz die Atombombe eingeschlagen, aber alles in Ordnung erstmal. Okay, super. Wie ich verstanden habe, haben Sie schon einige Erfahrung mit Onlinehandel oder Investitionen, ja? Nee, eigentlich noch gar nicht. Also wenn Sie mir das erklären könnten, dann wäre das ganz gut. Okay, super. Unser Unternehmen heißt Simple Trading und ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen, das sich auf den Kauf der profitabelsten Vermögenswerten, solche wie Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen, Währungssparen, spezialisiert ist. Haben Sie etwas darüber gehört oder gelesen? Ja, dieser Bitcoin, den kenne ich. Ah, okay, super. Alle zurzeit wissen über Bitcoin, ja? Genau. Das ist der heiße Scheiß, ist das. Ja, es auch gibt es bei uns Möglichkeit, mit dieser Vermögenswert arbeiten und Geld verdienen, aber ich erkläre etwas später über diese Option. Genau, immer erklären. Bevor ich Ihnen erzähle, wie Sie mit unserem Unternehmen Geld verdienen können, möchte ich Sie fragen, ob Sie wissen, wie eine Investition funktioniert. Okay, ja. Ja, im Allgemeinen wissen Sie, ja? Nee, also am besten nochmal erklären, das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, dann erkläre ich auf dem einfachen Beispiel des Sparkontos. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel 10.000 Euro auf ein Bankkonto einzahlen, sei es ein normales Konto oder Sparkonto, und verdient die Bank Geld mit diesem Ihren Einzahlungen. Und Sie bekommen nur 1% pro Jahr auf Sparkonto. Ja? Okay, aha. Verstehen Sie, was ich meine? Und genau. Ich habe früher in einer Bank gearbeitet und dort gibt es auch ein Team von Analysten, die mit ihrem Geld arbeiten und die Bank verdient auf solche Weise über 10% pro Monat. Und Sie nur von 1-2% pro Jahr. Das ist nicht fair. Finden Sie nicht so auch? Nee, das ist ja unfair, das ist ja, ne? Das ist ja blöd, ist das ja. Ja, das ist ja, ja. Ist ja Käse mit Soße. Schmeckt das überhaupt? Käse mit Soße, noch nie probiert. So funktioniert ein Sparkonto bei der Bank. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, mit unserem Unternehmen, mit dem automatischen System auf Ihrem getrenntes Handelskonto, das heißt Konto für die Arbeit auf dem Finanzmarkt, selbstständig 35%. 25% verdienen. 25% verdienen. Pro Tag? Ja?
So, bevor ich Ihnen sage, wie Sie genau Geld verdienen können, möchte ich Sie ein paar Fragen. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ja, möchte ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Darf ich? Um bessere Optionen für Sie anbieten. Ja, ich habe ja Corona, ich weiß ja nicht. Haben Sie eine Maske an? Wiederholen bitte noch einmal, ich habe nicht verstanden. Ich hab gefragt, ob Sie eine Maske tragen. Wofür? Ich habe Corona. Hallo? Ich habe keine Corona. Ach so, na ich aber. Ich habe gefragt, welche Fragen das denn jetzt sind. Ich brauche einige Informationen über Sie, um besser zu verstehen, welche Einkommensoptionen Ihnen anzubieten. Verstehen Sie? Ja, dann fragen Sie mal. Ja. Darf ich, ja? So, wie viel freie Zeit, Herr Eisedeck, haben Sie pro Tag? Ja, pro Tag? Weiß ich nicht. Ich bin da voll berufsfähig, ne? Muss ich mal schauen. Ich wohne ja in einer WG hier. Hier sind da verschiedene Leute. Also eigentlich ist immer jemand zu Hause. Ich meine, ne? Eine, zwei Stunden. Genau. Eine und zwei Stunden. Also drei Stunden. Okay. Wie ich verstanden habe, arbeiten Sie, ja? Ja, haben Sie gut verstanden. Und in welchem Bereich sind Sie tätig? Im Möbelbereich. Okay, super, sehr interessant, finde ich, ja. Gefällt Ihnen Ihre Arbeit? Ja, klar, sonst will ich ja nicht arbeiten. Okay, denken Sie, dass Sie entsprechend Ihren Bemühungen genug verdienen? Nee. Nee, okay. Ich habe eigentlich eine verantwortungsvolle Arbeit. Ich bin ja Profi-Möbeltester. Das heißt, ich setze mich auf das Möbelstück drauf und gebe dann von einer Skala von 1 bis 10 eine Bewertung und das mal den ganzen Tag. Das ist sehr interessant, ja. Mir gefällt ein schönes Möbel, ja. Ja, eine oder zwei da, Möbel. Zurzeit gibt es eine große Nachfrage, finde ich, nach solchen Möbeln und Ihr Beruf ist wichtig, finde ich, ja. Genau, richtig und wichtig, das stimmt jetzt. Wir müssen zum Punkt kommen jetzt. Ich muss langsam meinen Corona-Test machen. Das heißt, ich gebe mal eben kurz an einen erfahrenen Hausbewohner. Ist das in Ordnung? Der kennt sich mit dem sogenannten Online-Handel gut aus, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wer da ist. Also ich meine, der Flughafen, der war, glaube ich, wieder auf dem Airport, auf der Landebahn. Ich glaube, der ist jetzt nicht da, aber schau mal. Hallo? Darf ich noch? Ja, ich komme schon. Ja, ich habe da so eine Frau dran, wegen Onlinehandel. Du kennst dich ja ganz gut aus da. Ich muss mal meinen Hallo? Ja, gib mal. Ja, hier. Hallo? Hallo, ja? Hallo, Herr Eisedeck? Ja? Nein, Haus, Mitbewohner. Mitbewohner? Wie heißen Sie? Stefan. Er hat jetzt gemeint, er hat keine Zeit mehr. Er muss jetzt Corona-Test machen. Und Sie sollen mir erklären, Geschäft. Stefan, Sie sind Mitbewohner Eisdecks, ja, Herr Eisdecks? Richtig, genau. Ja, was sollen Sie machen, Corona-Test? Nein, der Eistex macht einen Corona-Test und ich soll mir Ihr Geschäftsmodell anhören. Okay, kann ich Ihnen erklären, Herr Eistex hat Ihre Daten bei unserer Werbewebseite Projekt Bitcoin Profit hinterlassen. Ja. Also, er interessiert sich für passives Einkommen. Ja. Und ich möchte Ihnen über unsere Einkommensoptionen erzählen. Wie? Ja. Sie haben auch Interesse? Ja. Ja, okay, super. Dann kann ich Ihnen auch erzählen. Aber ich kenne mich nicht aus. Also ich habe da zum Beispiel mal was von Insiderhandel gehört, dass das gerade sehr im Kommen ist.
Ja, das heißt passives Einkommen. Ja. Es gibt solche Optionen bei unserem Unternehmen, mit denen Sie gutes Geld verdienen können und fast nichts zu tun. Das heißt, solche Applikationen, die auf einem Computer oder Telefon installiert werden kann, diese Anwendung wird getestet und analysiert den Markt selbstständig, eröffnet die profitabelsten Handelspositionen und verdient für Sie Geld. Sie brauchen nur am Morgen, bevor Arbeit, diese Applikation eröffnen und am Abend Ihr Einkommen, Profit, abheben, wenn Sie brauchen, und dann Applikation abschließen. Ja, und was ist da? Also ich muss dann den Computer den ganzen Tag laufen lassen, bei den Stromkosten, die da gerade... Nein, Sie brauchen nicht unbedingt Computer, das kann Handy sein oder Laptop. Sie können diese Anwendung auch auf eigenem Telefon installieren. Sie brauchen nicht unbedingt Computer. Aha. Ich habe da mal gehört, da kriegt man so einen Roboter. Ja, das ist so ein Roboter, ja. Aber bei verschiedenen Unternehmen heißt diese Applikation anders. Warte. Nein, du musst zwei, im du Allgemeinen, musst zwei Streifen haben. Zwei Streifen, dann Corona. Aber C, hier ist ein C und ein T. Und da ist wo auf T so ein Strich. Ist das für Corona? T ist, glaube ich, Timeout. Musst du nochmal machen. Entschuldigung, jetzt bin ich wieder da. Okay, alles in Ordnung. Ja, in Ordnung. Ich wollte mir nur das automatische System von Ihnen erklären lassen jetzt, Roboter. Wie Herr Eisdex mir gesagt hat, hat er nicht so viel Freizeit. Er ist beschäftigt und hat eine oder zwei Stunden pro Tag. So, ich gehe davon aus, dass für ihm am besten wäre, mit diesem automatischen System zu arbeiten. Ja, verstehen ja. Sie? Ja. Ich habe ja da ein bisschen mehr Zeit, weil mein Brennholzverleih, den mache ich online. Okay. Also ich arbeite von zu Hause online und habe mehr Zeit. Super. Ja. Um ohne Risiko zu verdienen. Jetzt ist ja meine Mutter auch noch gestorben. Okay, tut mir leid. Ja, kein Problem. Haben wir mehr Platz? Ja, passiert schon mal. Wie Tomaten. Und was ist mit diese Stop-Loss, lese ich gerade hier online? Um ohne Risiko zu verdienen, gibt es auch solche Funktionen. Finanzielle Notbremse, ja? Bei automatisierten Systemen gibt es solche Funktionen wie Stop-Loss und Take-Profit. Das heißt, solche Linien, bei welcher Erreichung die Transaktion schließt selbstständig ab. Verstehen Sie? Ja, und wer startet dann diese Transaktion? Weil der schließt ja nur selbstständig ab, aber wer startet die? Dieses automatische System wird getestet und analysiert Markt selbstständig und wählt für Sie die profitabelsten Handelstransaktionen. Verstehen Sie? Das ist ein automatisiertes System. Nach der Handelskontoaktivierung wird Ihr Expert Ihnen bei der Installierung dieser Programm helfen. Verstehen Sie? Ja, aber wir sind doch schon registriert. Es gibt eine Verifizierung von Personen auf unserer Plattform. Nur Sie haben dann Zugang zu Ihrem Handelskonto. Wissen Sie, was Handelskonto ist? Nein. Also wie Bankkonto. Ich glaube, ich habe auch schon Corona. Wie ein Bankkonto. Dort haben Sie auch Ihren Arbeitsplatz, dort können Sie Ihr Profit sehen, wie Sie Geld abheben können. Das ist ein getrenntes Konto für die Arbeit auf dem Finanzmarkt. Ja, und wenn ich da eingeloggt bin, da kann ich dann Insiderhandel machen.
verstehe nicht, was Sie meinen. Naja, also wenn ich da drin bin, dann kriege ich Informationen über Finanzmarkt auch. Ja, natürlich. Neben dem automatischen System können Sie auch einen Termin mit Ihrem Experten vereinbaren, alle Situationen auf dem Finanzmarkt besprechen und dieser Experte wird für Sie die besten Sitzungen auswählen, mit denen Sie momentan Geld verdienen können. So zum Beispiel, es gibt zurzeit sehr gute Möglichkeit, mit chinesischer Kryptowährung digitale Yuan Geld verdienen. Haben Sie etwas gehört über Kryptowährung Yuan, digitale Yuan? Digitaler Johann? Yuan, chinesische Kryptowährung digitale Yuan. Achso, ich dachte, ja, okay. Nein, habe ich nicht. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, gutes Geld zu verdienen. Der digitale chinesische Yuan ist an einigen Börsen erhältlich, aber am Montag wird er offiziell an der offiziellen chinesischen Börse notiert. Aber der Johann, das ist doch ein bayerischer Bitcoin, oder? Nein, das China führt eine neue eigene Kryptowährung, digitale Yuan. Alle wissen um die Ach, das haben die letztens mit den Russen da ausgehandelt, gell, mit dem Putin, wo er sich getroffen hat. Nein, das hängt davon nicht ab. Wissen um die Konfrontation zwischen den USA und China. Da alles in der Welt an den Dollar gebunden ist, will China mit seiner Kryptowährung seine führende Position festigen. Verstehen Sie? Also, zurzeit ist diese chinesische Kryptowährung in Wert 1 zu 10. Das bedeutet, dass wir 1 Euro... 1 zu 10 zu was? Zum Dollar. Ah, okay. Mhm. Okay, verstehen Sie. Ja, das bedeutet, wenn wir zum Beispiel für 1 Dollar, also 10 digitale Yuan kaufen und dann am Montag, wenn diese digitale Yuan an der chinesischen Börse freigegeben wird, wird der Preis des digitalen Yuan an die reguläre Währung von China gekoppelt und der Preis digitale Yuan zur chinesischen Währung ist 1 zu 7. Verstehen Sie? Ja, und vorher 1 zu 10. 1 zu 10, das ist zu Dollar. Oder wenn wir zum Beispiel Euro investieren, das ist zurzeit fast das Gleiche. Und am Montag wird diese digitale Yuan zur chinesischen Währung gekoppelt. Und wird der Preis 1 zu 7. Wenn wir zum Beispiel 300 Euro investieren, können wir 3000 chinesische digitale Yuan kaufen. Und am 24. wird der digitale Yuan an die reguläre Währung von China anbinden und wir verkaufen diese 3000 digitale Yuan an normale chinesische Yuan. Und muss ich dann nochmal Zoll zahlen, wenn die Yuan zu mir kommen? Am Montag wird dieser digitale Yuan an hauptchinesische Börse notiert und wird an der reguläre Währung von China anbinden. So, wenn wir für 300 Euro 3000 chinesische digitale Yuan kaufen, so können wir weiter am Montag diese 3000 digitale Yuan an normale chinesische Yuan verkaufen. Das heißt, dass wir diese 3000 an 7 teilen. Und ja, aber am Montag habe ich gehört, fahren keine Züge. Ist das? Was haben Sie gehört? Dass am Montag keine Züge fahren. Ist das dann? Das bringt doch auch den Weltmarkt durcheinander. Nein, diese Information haben wir nach der Konferenz, an denen unsere Experten teilnehmen. Am Freitag haben wir diese Information bekommen.
Ja, da habe ich das auch gelesen, ja. Ja, super. So, dann wissen Sie, dass mit dieser Sitzung von chinesischer Kryptowährung Yuan kann man zurzeit gutes Geld verdienen. Nur innerhalb ein paar Stunden können Sie Ihr Netto-Profit ungefähr 400 Euro bekommen. Alles hängt davon, wie viel Sie investieren wollen. Wie viel muss ich denn investieren? Okay, 10 Euro langt das erstmal? Nein, unsere Kunden beginnen mit verschiedenen Summen. 1.000 Euro, 500 Euro oder 300 Euro. Optimale minimale Betrag ist 300 Euro und mit dieser Summe bekommen Sie den Zugang zu allen Vermögenswerten auf dem Finanzmarkt. Bekommen Sie auch die Möglichkeit, mit dem automatischen System arbeiten und auch die Möglichkeit, Begleitung, Unterstützung von unseren Experten und die besten Sitzungen für momentanen Profit. Verstehen ja. Sie? Ja, ja, und wie kann ich Ihnen das Geld vorbeibringen? Wo sitzen Sie? Wir arbeiten direkt mit der Mastercard und Visa-Verifikationsverträge. Was Verträge? Verifikationsverträge, Visa und Mastercard-Verträge. Unsere Abteilung, das ist ein internationales Holdinggesellschaft, Hauptabteilung ist in London. Und wir befinden sich in Deutschland, in Stuttgart, Börsestraße 4. Ja. Haben Sie vielleicht WhatsApp auf dieser Nummer? Ich kann Ihnen unsere Lizenz senden und Sie können die Informationen überprüfen und Nummer unserer Lizenz auch. Gute Frau, wie soll ich denn da WhatsApp haben? Das ist eine Festnetzleitung, wo Sie anrufen. Haben Sie WhatsApp auf dieser Nummer? Nein, ich sag's nochmal, das ist eine Festnetznummer, wo Sie gerade anrufen. Okay, ja. Ja? Hören Sie mich? Ja. Okay, ist interessant für Sie die Idee, mit dem automatischen System zu arbeiten und auch mit an dieser Sitzung von chinesischer Kryptowährung teilnehmen? Ja, ja, aber es ist jetzt so, wie kommen Sie dann am Montag in die Arbeit? Das ist Onlinehandel. Verstehen Sie? Sie brauchen nichts zu tun. Ja, Sie brauchen nichts zu tun. Nur diese Anwendung am Morgen vor der Arbeit eröffnen. Morgen ist Sonntag. Ja, aber wir können heutzutage Ihr Handelskonto aktivieren, um schon am Montag Sie Ihren Profit auf Ihrem Handelskonto sehen könnten. Ja, ja, ja. Und da muss ich mich jetzt aber bei Ihnen erst desinfizieren. Okay, so frage ich Ihnen, ob Sie WhatsApp, Sie haben keinen Messenger auf dieser Nummer. Ja, habe ich verstanden. Und Ihr E-Mail... Das haben Sie vollkommen richtig verstanden. Und Ihr E-Mail, Angelo12, ist aktuell. Ich kann Ihnen unsere Lizenz und Informationen per E-Mail senden. Per E-Mail, ja. Ja, das ist gut, ja. Ja. Angelo, das ist die richtige E-Mail, 12. Jawohl. Ja, ich bin jetzt Jawohl, wieder da. Okay. Hallo. Ja. Haben Sie... Also hast du jetzt Corona noch oder geht wieder? Also dieser Test, der ist ungültig. So, junge Dame, ich bin jetzt wieder da. Gültig. Können Sie bitte alles mal von Anfang an sagen? Dann kann ich ja jetzt gehen oder kann ich jetzt meine Wäsche weitermachen? Du kannst ruhig die Wäsche weitermachen wieder, genau. So. Der Angelo 16 ist jetzt wieder da. Ne? Ja, 12, so, ja? Genau. Gmail.com. Nee, jetzt nochmal von Anfang an. Ich habe aber nichts verstanden jetzt. Ich weiß ja nicht, worüber ihr gesprochen habt. Nochmal von Anfang an alles erzählen jetzt. E-Mail buchstabieren oder was? Nee, alles, komplett alles. Ich habe aber nichts verstanden. Alles? Ja, klar. Mit wem habe ich jetzt
gesprochen mit Stefan, ja? Genau. Mit Stefan. Und Sie könnten Lautsprecher... Nee, ich war ja ganz woanders. Ich war ja im Keller. Da habe ich einen Corona-Test gemacht, weil da muss ja im geheimen Untergrund muss man den Corona-Test machen. Ne? Hallo? Hallo, haben Sie schon Corona-Test gemacht? Ja. Aber das ist ungültig. Sind Sie gesund, ja? Alles in Ordnung, ja? Nee, ich habe Corona tatsächlich. Haben Corona? Ja. Also ich habe 2 Striche gehabt, einmal beim T und einmal beim C. Hallo? Man hört übrigens nichts, Siggi. Hallo? Okay, hallo, ich habe Sie verstanden, ja. Es tut mir leid, dass Sie Corona haben. Alles gut. Passiert, ne? Alles gut, ja. Fühlen Sie gut? Haben Sie jetzt Zugang zu... Runter vom... Hau ab hier! Mein Gott, nee. Blöde Mistviecher. Jetzt mein Corona-Test geklaut. Sag mal, gib mein Corona-Test wieder her. Mein Gott, nee. Hier sind aber auch wieder Katzen hier, ey. Ne, ich habe ja hier 1000 Mitbewohner, die bringen alle ihre eigenen Katzen mit. Das ist Katze, ja? Ja, klar. Hey! Ruhe! Können Sie das bitte nochmal von Anfang an erklären jetzt? Jetzt hol's mal eine Schrotflinte gleich hier. Mein Gott. Gibt's doch nicht. So, jetzt. Hören Sie mich? Hier. Hast du Katze? Hast du von jetzt? Ja. Alles in mit Katze alles gut. So, jetzt haben wir Ruhe jetzt hier. Okay, Sie brauchen um ich alle Informationen von Anfang an erzähle, ja? Ja, können Sie das bitte erzählen? Ja, jetzt klingelt das jetzt hier. Hallo? Ja, Moment. Ja, was bist du denn hier? Ja. Komm doch. Ja, hallo? Komm einfach herein. Ja, komm rein. Ja, genau. Geil, was machst du denn jetzt hier? Wieso kommst du plötzlich zu mir? Wir wollten zu dir kommen heute was feiern. Hallo, weißt? Hören Sie mich? Also, ja, feiern. Hallo. Ich hab hier eine Frau dran wegen Onlinehandel. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja, hallo, hören Sie mich? Ja, hallo. Ich hab hier noch einen Kollegen, einen Nachbar ist bei mir. Der noch ein Kollege? Der hat sich beschwert wegen diesem Baller, wegen dem Pistolenschuss hier. Rate mal die Farbe von meinem Slip. Hallo? Hallo, sind Sie in Ordnung? Ja, okay. Ja. Also ich habe jetzt hier 3 Leute und die würden doch mal jetzt wegen Onlinehandel nochmal fragen. Nein. Okay, ich habe Ihnen verstanden. Wenn Sie allein werden. Ja, jetzt ist sie raus. Jo, geil.